So, Zigarette ist in der Lunge, Kaffee steht neben mir. Weiter geht's. Können wir jetzt ein Haus bauen? Oh, holy shit. Ja, wir können. Ach du Heimatland, was in der kurzen Zeit hier alles passiert ist. Wir müssen erstmal hinten alles wegmachen. Ich brauche Platz für die Häuser. Werkzeugschmiede. Dahin. Die Roboterfabrik. Ach du Heimatland. Ich habe gar nicht so viel Platz. Dahin. Textilfabrik. Ah, hier, komm, scheiß drauf, ab ans Wasser damit. Pferdescheune, Pferdebahnhof, alles klar. Hab ich gezähmte Tiere, dass ich das bauen kann? Ich glaube wohl mal nicht, oder? Nee. Immer 5. So, die hier kann alles herstellen. Immer 4. Wenn es hier schon Kampfroboter gibt, oh holy shit, dann so, 3 Häuser müssen erstmal ausreichen. Das hier ist noch im Bau, oder? Nee. Hier alles herstellen. Ach so, die müssen noch in irgendein Lager. Stimmt, da war ja was. Da war ja was, da war ja was. Blümchen. Yeah. So, sieht's einigermaßen schnieke aus. Kann man jetzt hier neue Bäume und so? Nee. Hier vielleicht? Nee. Wir brauchen eindeutig mehr Lager, beziehungsweise das Zeug muss mal alles verarbeitet werden. Können wir hier nicht irgendwie was verkaufen? Gibt es nicht so eine Art Marktplatz? Boah, ein Aussichtsturm. So. Ah, okay, das geht noch nicht.
Rustikales Wohnhaus mit traditionellem Strohdach und Steinmauern. Schön. Und wie mache ich das jetzt? Muss ich die so hier hinzufügen oder wie? Ich weiß das nicht. Ich weiß es nicht. Wenn mal ganz ehrlich, das Blumenfeld hier, ich weiß gar nicht, für was wir Blumen überhaupt brauchen. Ja. Ich würde gern einige Sachen verkaufen. Wir haben hier so viel Stein. Alter. Fordert die ausgewählte Warenart aus dem Logistiksystem an. Andernfalls werden die Wareneinstellungen für das Einlagern und angeschlossenen Werkstätten verwendet. Was? Ich verstehe das nicht. Benötigt ein Stoff, ein Ziegel, ein veredeltes Holzteil. Veredeltes Holzteil? Stellen wir denn sowas her? Keine Ahnung. Ich werde jetzt die Blumen hier erst einmal wieder wegmachen. Und hier nochmal ein... kein Lager hinbauen. Da kommt jetzt eine Scheune hin, ist mir egal. Ich muss mich halt nach oben hin erweitern. Aber wie? Das ist die Frage. Wie kriege ich da Leute rein? So nicht. Auch nicht so. Wie machen wir das? Wie machen wir das?
ich würde halt wirklich gern hier mal ein bisschen Stein verkaufen. Ich habe davon so viel. Mit dem hier, ja, gibt es auch nicht irgendwie was, was ich verkaufen kann. Keine Ahnung. Kann ich vielleicht... Nee, kann ich nicht, okay. Schade eigentlich. Da kommt nur Stein hin. Ich verstehe das halt hier noch nicht so wirklich. Die steht nur faul rum. Geh mal was produzieren, los. Ist gerade ein bisschen seltsam. Die soll eigentlich... Oh Gott, es tut mir leid. Die soll eigentlich dort hin und was machen? Speerroboter, Keulenroboter, Heilroboter, Bergbauroboter, Katapult, Transportroboter. Geh mal dahin, wenn du schon nichts machen tust. Na, irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich verstehe das nicht.
Ah ne, das lassen wir mal so. Aber das hier. Ah. Ah, das Schwein gehört jetzt uns. Okay. Ich bräuchte hier mal welche für die Werkstatt. Was machten die da? Ich brauche halt Holzbretter. Wow. Ja. Jetzt weiß ich, wie man das macht. Oh Gott. Ja, gut. Jetzt wird nämlich auch gleich wieder ein bisschen was produziert zum Bauen. Wow. Ach, Mann, Mann, Mann. Bäcker gibt es jetzt zufälligerweise noch nicht, oder? Nee.
Ei, ei, ei. Aber gut, das Tutorial, man lernt ja hier drin. Wo geht der mit den Brettern jetzt hin? Ernsthaft? Im Grunde bräuchte jedes Gebäude auch ein eigenes Lager. So, also die Sau gehört zu uns. Das ist sehr schön. Neue Güter vorhanden. Och, sag bloß, die ist fertig gebaut. Nee, im Bau. Das mit den Häusern verstehe ich immer noch nicht. Mir wird hier null angezeigt. Hier. Muss ich die erst irgendwie miteinander verbinden? Schwein! Da! Für dich! Kann ich jetzt da zufälligerweise noch eins? So.
Porkchops heißt das Schwein, alles klar. Ja. Produziert Steinrolling, okay. Muss ich jetzt ernsthaft noch irgendwie sowas bauen, damit hier und so... Aber wo soll ich denn, damit ich schön die Pferde, das hier Dingsbums Pferdeding hinmachen? Wie groß ist denn das? 2x2. Ach, das passt eigentlich hier irgendwo hin. Schön. Das Spiel ist echt mysteriös auf seine Art und Weise. So, und für jeden, der sich fragt, was so für Nebengeräusche kommen. Ich trinke einen Kaffee. Es ist 8.55 Uhr am Morgen. Ich bin fast anderthalb Stunden am Stream. Ich werde wohl einen Kaffee trinken dürfen. Da sich ja gerne mal viele darüber aufgeregt haben, dass, ja, wenn man so einen Kaffee trinkt, so merkwürdige Geräusche kommen. Mir scheißegal. Wenn ich Durst habe, trinke ich weiß und gut. Wir können aber sonst nichts weiter hier machen. Wir könnten höchstens noch ein paar Fackeln setzen. Da eine hin. Da eine hin. Da unten eine hin und fertig. So, die Scheune haben wir. Bauen wir jetzt noch so einen Pferdebahnhof. Und ich muss ja hier hoch. Da liegt ein Brot im Dreck. Wow. So, das Ding ist fertig. Ich verstehe trotzdem nicht, wie ich mich hier erweitern soll.
hier unten auch weggemacht? Ja. Ich verstehe das einfach nicht. Also jetzt drehe ich doch mal gerade hier. So. Ich hab hier massig von Steinen, hä? Was ist denn das gerade für eine Aktion? Ich will was aus Stein bauen, ich kann's nicht, obwohl ich Milliarden von Steinen hab. Hä? Was ist denn das für eine Logik? Ich verstehe das Spiel irgendwie nicht. Ich beende gleich das Tutorial. Das kann ja nicht sein. Beziehungsweise ich spiele das jetzt in dem Stream noch weiter und dann im nächsten Stream fange ich einfach komplettes Spiel an und fuchse mich da selber rein. Vor allem, wieso erweitert der mir hier das Wasser? Da will ich gar nicht hin. Nee, warte mal. Nee, falscher Alarm. Die sollen noch hier alle rein. Hier soll doch Stein und sowas hin. Verstehe das einfach nicht. So, wir starten die Karte nochmal komplett neu. Das kann ja nicht sein. Also irgendwas habe ich ja falsch gemacht. So, nochmal. Erstelle einen Lagerplatz.
Den würde ich jetzt tatsächlich einfach mal hier hinten hin ballern. 5x5. Alle Güter akzeptieren. Sehr gut. Baulagerfeuer, eins haben wir schon. Ach, das bleibt... Ach, leck mich doch. So, jetzt mal gerade. Ja. Oh, was ist das denn? Wie Würmchen. Oh, ich muss mich mal kurz bequem hinsetzen. So. Okay, Lagerfeuer wird jetzt gebaut. Ah, schön. Erzeuge Abbauaufgaben. 5. 4. 9. 8. Weg damit, 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 weg damit. Weg damit, weg damit, weg damit. Jetzt hat sich das Ding nach oben weiter ausgedehnt. Hä? Richte Lager so ein, dass es Wasser annimmt. Wo baue ich denn den Scheißbrunnen hin? Ja, komm, dahin. Okay. Okay, okay, okay. Stelle einen Lagerplatz. Ich muss noch einen zweiten machen. Fünf mal fünf. So, verbundene. Jetzt muss der Brunnen noch gebaut werden. Es geht ein Ticken schneller. Okay, das Hammer. Farm erstellen. 0 von 12. Produktion zuweisen. Erdbeerstrauch.
Erstelle einen Lagerplatz. 2 von 3. Verbinde Erdbeerstrauch. Farm mit Lagerplatz. Wo bauen wir jetzt die Farm hin? Ich würde halt erstmal abwarten, bis hier alles weg ist. Damit ich mehr Platz habe. Nur hier Holz- und Steinsachen und hier dann Essen und Wasser. Das heißt, wir werden dann hier das Feld irgendwo anlegen oder hier unten. Oder vielleicht direkt daneben nochmal einen Lagerplatz. Wir müssen das noch eben machen. So, wir werden das hier unten machen. Wir werden mal noch einen Brunnen bauen, denn es sieht mir so aus, als ob der eine da nicht ausreicht. Auf jeden Fall ist das jetzt schon weitaus übersichtlicher, auch wenn noch nicht viel steht. Na komm, wir machen nochmal doppelte Geschwindigkeit hier. So, gut. Fünf mal 15, 25. Okay, 5, 10, 12. Nein, Lager weg. Fünf mal fünf, dahin. Ich denke, so 5x5 Lager reicht immer vollkommen aus. Dann kommt noch mal ein Brunnen dahin. Basiswerkstatt. Produktion auf Holzbretter. Erstelle einen Lagerplatz. Verbinde Basiswerkstatt mit Lagerplatz. Richte Lager so ein, dass es Holzbretter annimmt. Wir haben ja gesagt, 5x5. Wir machen erstmal den ganzen Spaß hier oben jetzt weg. Das da kommt weg, der Farn hier kommt weg. Da sollen sie jetzt erstmal was für machen. Damit wir mehr Platz haben. Okay. Basiswerkstatt kommt. Dahin. 5 mal 15, 25. Das machen wir so. So. Das Lager darf nur Holzbretter annehmen.
da. So. Ich würde aber jetzt gerne mal speichern wollen. Null null ist das Tutorial. Erweitere dein Territorium, rekrutiere sie. Komischerweise sind wir hier wirklich nach oben gegangen, anstatt irgendwie hier zur Seite oder hier hinten lang. Ich verstehe das einfach nicht. Wir müssen irgendwas bauen, wofür wir Stein brauchen. Das hier zum Beispiel. Die sollen erstmal den Spaß hier alles wegmachen. Oh Gott, das Lager läuft dann über vor Stein. Ja. Holz, 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 Holz. Das da. Und das da. So. Das hier eigentlich? Stoff. Ah, okay. Das kleine Ding, Steinrohling. Steinblock wollt ihr das haben, oder? Steinblock und Holzteil, genau.
So. Holzfäller, Steinblock, Weizen. Ah, wir brauchen also noch Weizen. Okay. Dann machen wir doch noch ein Weizenfeld, würde ich sagen. So, 4, 6. Das wäre dann hier. Weizen. Und das darf dort mit rein. Jetzt sind wir gerade ein bisschen produktiver und kommen auch viel besser voran. Ich hätte vorher alles genauer lesen sollen. Nee, das nicht dahin. Ich habe doch Holzbrett rausgemacht. Ich glaube, ich habe gerade zu viele Brunnen. Ah, jetzt. Das ist doch jetzt hier ein Weizenbündel. Oder? Ja. Das müsste dann gleich da reingetragen werden und dann kriege ich Holzdinger für das hier. Das kann man so nicht verbinden. Schade. Schade, schade. Holzteile werden verwendet, um fortgeschrittene Gebäude zu errichten. Ja.
Inputgüter, Weizenbündel, Steinblock, Holzbretter. Wir haben alles vorrätig. Ja, da muss gebaut werden, ich weiß. Ach, jetzt machen wir das auf einmal. Schön. Jetzt werden die Häuser gebaut. Jetzt werden die Häuser gebaut, zumindest eins. Steinblock. Den haben wir hier tatsächlich nicht mehr, wow. Da möchte jemand Pflaumen haben. Okay. Kann er dann gleich haben. So, das nächste Haus wird gebaut. Okay, Pflaumen möchte jemand. Oh Gott. Ich weiß ja nicht, wo machen wir die Pflaumenbäume hin? Die wären eigentlich hier hinten ideal. Und dann brauche ich wieder irgendwo in der Nähe ein Lager. Wir könnten das auch hier machen. Und ach, wisst ihr was? Pflaumenbaum. Nee, das nicht. So, 5x5. Akzeptiert. Pflaumen. Weizen. Ja. Gut. Na, wieder eine Stunde rum ist. Ihr wisst, was es bedeutet. Für mich eine kleine 5-Minuten-Pause.
Und oh, ich lasse dich hier wieder in, ne, in normaler Geschwindigkeit dieses Mal ackern und wir sehen uns gleich wieder.